Okay, Kinder, wir haben etwas ganz Besonderes für euch. Diese Gentlemen hier stellen sich zur Verfügung, damit wir euch demonstrieren können, wie Elektroschocker funktionieren, um Verdächtige zu überwältigen. Ja, aber... Wie bitte? Was? Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Elektroschocker zu benutzen. Zwar aus nächster Nähe... aus einiger Entfernung. Also, gibt's einen Freiwilligen, der herkommen und ein bisschen schießen will? Okay, wie wär's mit dir, kleine Lady? Komm nach vorne. Alles klar. Na los, Hübscher, komm her. Nicht du, du fetter Jesus. Geh wieder nach hinten. Du, Schönling, komm her. Okay, das ist ganz einfach. Also, du musst nur auf ihn zielen und dann abdrücken. Alles klar? Okay. Du willst das doch eigentlich gar nicht tun. Du schaffst das. Konzentrier dich. Hör nicht auf diesen Wahnsinnigen. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Knall ihn ab! Ja! Ja! Voll in die Eier, das war wunderbar. Gut gemacht. Los, Leute, ein kleiner Applaus. Sehr gut. Spitze, yeah. Das hast du klasse gemacht. Oh ja, gute Arbeit. Sehr gut. Ja, wirklich sehr gut. Gut, hey, wir haben hier noch einen Schuss übrig. Yeah. Jemand Lust, hier auf den Typen zu schießen? Oh ja. Was ist mit dir, mein Großer? Komm mal nach vorne. Okay, genauso wie gerade. Auf ihn zielen und dann abdeuten. So ist es gut. So ist es richtig. Deine Intensität finde ich klasse. Das Auge eines Tigers. Gut. Du hältst 50.000 Volt in deinen Händen, kleiner Mann. Hab keine Angst, es blitzen zu lassen. Da! Boah! In die Fresse! Voll in die Fresse! Oh, er steht immer noch. Der Kerl steht immer noch. Oh, na, alles klar. Beruhigt euch wieder. Ganz, sowas hatten wir schon öfter. Er braucht nur noch eine kleine Extra. So, das wär's. Ja, bei diesen großen Burschen muss man zweimal schießen. Alles klar, Kinder. Wer will sich Fingerabdrücke abnehmen lassen? Kommt mit, geh mir.